Euromax Highlights. Höhepunkte der Woche. Im Studio Christina Sterz. Schön, dass Sie mit dabei sind. Höhepunkte der Woche sind diesmal unter anderem diese hier. Klassiker in Neuauflage. Der neue Asterix-Comic bringt aktuelle Themen in die Antike. Klassisches für Herren. Ein Bildband zeigt britische Traditionsmarken und ihre Geschichte. Und klasse am Klavier. Star-Pianist Lang Lang wird für seine Mozart-Interpretation gefeiert. Auf den neuen Asterix haben Fans auf der ganzen Welt lange gewartet. Jetzt ist er da. Band Nummer 36 der erfolgreichen Comicreihe aus Frankreich ist der zweite des neuen Autoren- und Zeichnerduos. Der Papyrus des Cäsar heißt das Abenteuer rund um den kämpferischen kleinen Gallier Asterix und seinen starken Freund Obelix. Wir haben für Sie in den druckfrischen Comic reingeschaut. Der neue Asterix-Band ist da. Der Papyrus des Cäsar setzt auf das altbewährte David gegen Goliath-Rezept. Die beiden Helden Asterix und Obelix geben den Römern Saures. Aber es gibt noch ein paar überraschende Zutaten. Das Team um Zeichner Didier Conrad und Texter Jean-Yves Ferry ist bei seinem zweiten Band der Comicserie sehr gesellschaftskritisch geworden. Im Mittelpunkt steht eine neue, brisante Figur. Der Enthüllungsjournalist Polemix, der dem WikiLeaks-Gründer Julian Assange verblüffend ähnlich sieht. Kein Zufall. Als es darum ging, wie er aussehen sollte, kam Didier fast automatisch auf die Idee, Julian Assange zum Vorbild zu nehmen. Die Geschichte dreht sich um Informationen und um die Kontrolle von Informationen. Und Julian Assange hat sich geradezu als perfekte Figur angeboten, da er geheim gehaltene Informationen enthüllt hat. Es ist außerdem eine Person, die auch international bekannt ist. Cäsar geht im Band Nummer 36 unter die Autoren. Er verfasst seine Version der gallischen Kriege und behauptet, ganz Gallien erobert zu haben. Dabei verheimlicht er, dass ein kleines gallisches Dorf erfolgreich Widerstand gegen die römische Besatzung leistet, das von Asterix und Obelix. Die unterschlagene Information gelangt in Form einer Papyrusrolle in die Hände des Enthüllungsjournalisten Polemix. Das WikiLeaks der Antike. Asterix hat sich schon immer bei der modernen Gesellschaft bedient. Das war auch in diesem Band der Fall. Denn natürlich ändern sich die Zeiten. Die Medien ändern sich, die Interessen, die Gesellschaft. Deshalb ist Asterix vielleicht einzigartig und die einzige Comicserie, die nie wirklich altert. Man kann immer Zeitbezüge zur Gegenwart finden und sie herstellen. Albert Uderzo und René Goscinny haben Asterix erfunden. Fast 20 Jahre lang verfassen die beiden Franzosen gemeinsam neue Abenteuer, bis Goscinny 1977 überraschend stirbt. Uderzo zeichnet weitere Geschichten um das gallische Dorf, das sich mit Zaubertrank und Humor dem römischen Herrschaftsanspruch widersetzt. Die Asterix-Bände werden in 111 Sprachen und Dialekte übersetzt und verkaufen sich über 365 Millionen Mal. Die ersten Asterix-Bände erschienen ja schon vor über 50 Jahren, aber trotzdem haben sie es auf verschiedene Arten gebracht, immer noch modern zu bleiben. Also es ist zum einen der Stil, der sich als sehr, sehr modern, zeitlos eigentlich erwiesen hat. Bis heute ist dieser Strich nicht alt geworden. Es ist so ein bisschen wie Beatles-Lieder, die auch nicht unmodern werden wollen. Es sind die Details, die die Leser amüsieren. Der neue Band beispielsweise spielt mit Brieftauben auf den Kurznachrichtendienst Twitter an. Der Papyrus des Cäsar erscheint in einer Auflage von 4 Millionen. Der Verlag setzt damit großes Vertrauen in das Team des neuen Bandes. Der Inhalt ist erwachsener als der des Vorgängerbandes Asterix bei den Pikten. Deshalb wird es interessant sein zu sehen, wie diese ehrgeizige Geschichte ankommen wird. Und wenn das nicht funktioniert, dann schreiben wir eine kompliziertere Geschichte. Bei Amazon führt der Band allein durch Vorbestellungen in Deutschland die Bestsellerlisten an.
So viel sei verraten. Am Ende haben die Gallier wieder einen Grund zu feiern. Großbritannien steht für die Queen, Tea Time, Linksverkehr und den typisch britischen Stil. Der deutsche Fotograf Horst A. Friedrichs wohnt in London und hat sich für seinen neuen Bildband Best of British intensiv mit britischen Designklassikern beschäftigt. Seine Fotos zeigen einen seltenen Einblick in die oft mehr als 100 Jahre alten Schneidereien und Werkstätten. Britische Design-Ikonen, handgemachte Regenschirme, die Jahrzehnte halten. Schuhe, knapp 6.000 Euro teuer. Maßanzüge aus feinsten Stoffen, hergestellt in kleinen Manufakturen, die jeden Trend und jede Krise überlebt haben. Ja, das ist. Fotografiert hat sie Horst A. Friedrichs für das neue Buch Best of British. Ja, bei dem Buch geht es einfach nicht nur um Mode, es geht auch eben, wo die Sachen hergestellt werden. Ich bin ja eigentlich ein Reportagefotograf und mich haben schon immer Fabriken fasziniert. Schon als kleiner Junge fand ich das toll, in Fabriken zu gehen, die Produktion zu fotografieren, die Arbeiter zu treffen, die dahinter stecken. Und bei Best of British, das war eine Wahnsinnsreise. Eine Station dieser Reise ist die Londoner St. James Street. Seit über 300 Jahren die Heimat des Hutmachers Lock & Co. Für den aus Frankfurt am Main stammenden Fotografen ein Pflichtbesuch. Gilt der Laden doch als Geburtsort des britischsten aller Hüte, der Melone. Als Reithelm geschaffen, trug er lange den Namen Coke Hat oder auch Bowler, benannt nach seinem Hutmacher. Ein guter Bowler darf nicht drücken. Noch heute nimmt man Maß mit einer Apparatur aus dem 19. Jahrhundert, die den Kopfumriss auf Papier sticht. Die Vorlage für eine Kopfmulde, die Grundlage für den passgenauen Hut. Über 160 Jahre ist die Melone alt und hat viele prominente Träger. Darunter der wohl treueste von ihnen, der Schauspieler Charlie Chaplin. Unsere Melonen haben eine Art lebenslange Garantie. Man kommt einfach vorbei und wir beulen sie aus, passen die Form an. So sollten die Melonen ein Leben lang halten. Alle Manufakturen, die Horst A. Friedrichs besucht hat, sind mindestens 100 Jahre alt. Wie die Schirmmacher James Smith & Sons. Die Holzschirme kosten zwischen 3,30 Euro und 3.500 Euro. Ein Jahr musste der Fotograf warten, bis er die Fertigung im Untergeschoss dokumentieren durfte. Früher gab es noch zahlreiche Schirmmanufakturen in London. Viele mussten in den 80er Jahren schließen. Es ist der Gegenentwurf zur billigen Massenware, die das Buch zeigen will. Und das Bild einer Branche, in der die Zeit stehen geblieben scheint. Also in Deutschland ist oft alles sehr steril und sehr tot. Und hier in England und in Schottland haben wir halt eben teilweise Schubladen aufgemacht, die wahrscheinlich das letzte Mal aufgemacht worden sind vor 100 Jahren. Und dann hat man wirklich dann Sachen entdeckt. Und das haben wir natürlich dann auch fotografiert in dem Buch. Alle darin abgebildeten Marken sind langlebig, kostspielig und zeitlos. Aber auch an ihnen geht der Wandel der Zeit nicht vorbei. Der schottische Regenmantelhersteller McIntosh etwa ist in japanischer Hand. Das Textilunternehmen Barber produziert aus Kostendruck auch außerhalb Englands. Die klassischen Wachsjacken aber sind noch immer made in Great Britain. Der Modejournalist Simon Crompton, der die Texte zum Buch geschrieben hat, glaubt trotzdem nicht an den drohenden Niedergang der verbliebenen Textilbetriebe. Alte Handarbeit, meint er, ist zu Zeiten billiger Massenwaren gefragter denn je. Für Designer oder Eigentümer sollte immer an erster Stelle stehen, den alten Produktionsmethoden die Treue zu halten. Sonst zerstört man das Erbe einer Marke. Das ist vielen italienischen Herstellern passiert, wo man sich nur noch auf das Design konzentrierte und die Fertigung vernachlässigt hat. Ganz der besten britischen Schneidertradition verpflichtet, fühlt man sich noch heute in der berühmten Londoner Savile Row. Hier hatte bis 2004 auch der Hofschneider Anderson & Shepherd seinen Sitz. Dann musste das Geschäft wegen der sinkenden Nachfrage umziehen und sich verkleinern. Prinz Charles lässt sich hier einkleiden. Früher war Anderson & Shepherd ein exklusiver Club, Marketing war verpönt. Geschneidert wurde nur für den, der eine Empfehlung von einem Stammkunden hatte. Diese Patina, ob das eine Lederjacke ist oder ein gut eingetragener Schuh,
das sieht dann noch besser aus. Und wenn das gut verarbeitete Produkte sind, werden die mit der Zeit besser und sehen besser aus. Zum Ende der Reise geht es an einen Ort mit ganz viel Patina. Zum Schuhmacher John Larb. 6 Monate beträgt die Wartezeit für ein Paar. Das eigentliche Highlight sind die Schuhleisten von Berühmtheiten vergangener Tage. Horst A. Friedrichs fotografische Zeitreise dokumentiert nicht nur ein Stück Handwerkshistorie, sondern erzählt auch viele kleine Geschichten. Auch modernes niederländisches Design kann sich sehen lassen. Die Dutch Design Week findet jedes Jahr im Oktober in Eindhoven statt. Sie ist das größte Festival für Design in den Niederlanden. Dort sind die neuesten und Ideen und Entwürfe zu sehen und vor allem zahlreiche Beispiele dafür, wie Technik das Design verändert. Wer ein Faible für Designklassiker hat, ist hier eher falsch. Nach Eindhoven kommen dieser Tage Besucher, die einen Blick in die Zukunft werfen möchten. Während der Dutch Design Week kocht die niederländische Stadt vor Kreativität. Und ganz vorne dabei ist diese kleine Boutique im Zentrum. Martijn van Strien geht es um die sogenannte Ultrapersonalisierung von Mode. Die Kleider seiner Post-Couture-Kollektion sind perfekt auf den Träger zugeschnitten. Und jeder kann sie selbst zusammenfügen. Ich habe nach einer Technik gesucht, die die einzelnen Bestandteile produziert und es dann ermöglicht, die Stoffe am Ende so leicht wie ein IKEA-Tisch zusammenzubauen. Dabei bin ich auf diese Verbindungsstücke gekommen. Jeder kann die Kleidung ganz leicht zusammensetzen. Sie ist trotzdem stabil und damit tragbar. Für jedes Kleid braucht Martijn van Strien die genauen Maße der Trägerin. In diesem Fall die seines heutigen Models Anne Suhlmann. Zuerst sucht sie Farbe und Schnitt aus. Dann füttert der Designer eine speziell entwickelte Software mit den Daten. Das Endprodukt soll so aussehen. Wenn es wirklich diesen Look hat, dann dürfte es mir gefallen. Aber ich muss es erst einmal sehen und mir auch anschauen, wie das alles funktioniert. Von Dateien auf einem USB-Stick zu einem echten Kleid. Dazu brauchen die beiden jetzt die nötige Hardware. In der Galerie gegenüber steht während der Designwochen ein Laserschneider. Makerspace heißt so ein Raum, in dem Designer ihre digitalen Entwürfe Wirklichkeit werden lassen. Vor 10 Jahren wäre das noch undenkbar gewesen. Heute macht die Technik es möglich. Mittlerweile hat jeder Zugang zu einem 3D-Drucker oder Laserschneider. Martijn van Strien verfolgt eine Open-Source-Strategie. Jeder darf seine Entwürfe online verbessern. Und zu haben sind sie für nur 5 Euro. Der Kunde geht damit zum nächsten Makerspace. Dort kann er mit einem speziellen Polyesterstoff als Grundlage sein Kleid zuschneiden lassen. Die Maschine braucht 6 Minuten für die Vorder- und nochmal 6 Minuten für die Rückseite des Kleides. In Eindhoven hat die Verbindung von Technologie und Design Tradition. Der Philips-Konzern hatte hier seinen Hauptsitz. Jetzt sind die alten Montagehallen das Designzentrum der Stadt. Drinnen zeigt Pauline van Dongen ihre Entwürfe. Sie experimentiert auch mit ultra-personalisierter Mode. Der Schuh aus dem 3D-Drucker und das Kleid entsprechen den Körpermaßen der niederländischen Kulturministerin. Wenn wir etwas so personalisieren können, dass wir es nicht nur maßanfertigen, sondern auch den Kunden mit seinen persönlichen Vorlieben bereits in den Designprozess einbeziehen, dann gibt das der Kleidung einen höheren Wert und der Kunde hat länger daran Freude. Das Team um die niederländische Designerin hat eine Mission. Schluss mit Massenproduktion und Wegwerfklamotten. Auch deshalb ließ sich die Kulturministerin als Model einspannen. Between heißt das komplette Outfit. Zurück im Makerspace. Die beiden Polyesterflächen sind fertig geschnitten. Martijn van Strien muss sie nur noch zusammenfügen. Was er hier tut, ist für ihn nur ein kleiner Vorgeschmack auf die Zukunft. Wenn wir Technologien auf eine intelligente Art zur Herstellung nutzen, können wir viel nachhaltiger Kleidung herstellen. Sie ist individueller und die Leute haben eine stärkere Verbindung dazu, ohne dass es so teuer ist wie bei Designkleidern sonst üblich. Annes Kleid ist fertig. Alles in allem hat die Produktion weniger als eine Stunde gedauert. Noch einmal prüfen, ob die Verschlüsse sitzen. Und dann ist das Model bereit für ein abschließendes Urteil.
Ich war wegen des Stoffes eher skeptisch. Ich habe mich gefragt, ob er sich eher steif oder wie Plastik anfühlt. Aber er ist wirklich weich und bequem. Als Frau ist man ja auch eher kritisch, was den Schnitt und den Sitz betrifft. Aber ich fühle mich gut und finde, das Kleid steht mir. Egal, ob man das ultra-personalisierte Designerkleid nun mag oder nicht, es sitzt jedenfalls wie angegossen. Mir gefällt das Kleid auch. Er ist ein Superstar der klassischen Musik. Lang spielt in den besten Konzerthäusern mit den bedeutendsten Orchestern und den berühmtesten Dirigenten weltweit. Er gilt als Jahrhunderttalent, nicht nur wegen seines virtuosen Spiels, sondern auch wegen seiner gekonnten Inszenierung. Der 33-jährige Chinese hat bereits etliche Preise gewonnen, gerade erst wieder 2 weitere Echo Classic, eine der wichtigsten Auszeichnungen für klassische Musik. Wolfgang Amadeus Mozart, interpretiert von Lang Lang. Für sein Album mit Werken des berühmten Komponisten hat der chinesische Star-Pianist jetzt einen Echo Classic bekommen. Es ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Nikolaus Harnoncourt, dem 85-jährigen Großmeister, und Lang Lang, dem Popstar am Piano. Ein musikalisches Gipfeltreffen, das ein Regisseur der DW dokumentiert hat. Ich habe viel gelernt und mich auch verbessert in den beiden Jahren, in denen wir dem Mozart-Stil nahe kommen wollten. Er hat mich zu einem unglaublichen Klang und Ausdruck inspiriert. Insofern waren diese Aufnahmen ein wirklich einzigartiges Projekt. Mission Mozart heißt der preisgekrönte Dokumentarfilm der Deutschen Welle über die Entstehung des Albums. 4 Tage lang waren die Kameras ganz nah dabei, als Nikolaus Harnoncourt, Lang Lang und die Wiener Philharmoniker im Wiener Musikverein aufeinandertreffen. So, und jetzt bitte richtige Bauernmusik spielen, die Klarinetten. Nein, Moment. Ich hab deinen eingesprochen. Der Film gibt exklusive Einblicke in die Arbeitsweise der Künstler. Dieser Film zeigt die unterschiedlichen Reaktionen von dem großartigen Lehrer Harnoncourt, den Wiener Philharmonikern und von mir selbst, wie wir alle versuchen, Mozarts Stil gerecht zu werden. Man kann wirklich den Entstehungsprozess mitverfolgen. Lang Lang gilt als Ausnahmetalent. Seit seinem 3. Lebensjahr spielt er Klavier. Mit 5 gewinnt er den ersten Wettbewerb in seiner Heimatstadt Shenyang. Dafür muss er täglich 6 Stunden üben. Mit 17 der internationale Durchbruch. Er spielt jetzt mit den ganz Großen, wie 2013 mit Stardirigent Sir Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern. Auch hier dokumentiert eine DW-Produktion die Aufnahmen. Berührungsängste mit anderen Welten hat Lang Lang nicht. Er tritt mit der US-amerikanischen Hardrock-Band Metallica auf und er spielt für Obama im Weißen Haus. Lang Lang hat es geschafft, als klassischer Musiker zum Popstar zu werden. Ich glaube, dass klassische Musik die Kraft hat, Grenzen zu überwinden. Auch wenn Klassik vielleicht nicht so viele Fans hat wie Popmusik, ist es doch so, wenn man Mozart oder Tschaikowski spielt, egal wo auf der Welt, dann erreicht das die Leute irgendwie. You can play in every corner in the world. Somehow people get it. Der 33-Jährige hat in seiner Karriere selbst erlebt, wie wichtig die Förderung durch erfahrene Musiker ist. 2008 gründet er deswegen die Lang Lang International Music Foundation. Seine Vision? Nachwuchsmusiker durch Stipendien, Musikschulen und gemeinsame Konzerte zu unterstützen und mehr Menschen für klassische Musik zu begeistern. Für dieses Engagement bekam Lang Lang in diesem Jahr einen weiteren Echo Classic, einen Sonderpreis. Good education.
Eine fundierte Ausbildung hat meine Karriere und mein Leben verändert. Deshalb bin ich überzeugt, dass Bildungsangebote auch das Leben anderer ändern. Lang Lang, Ausnahmepianist, Popstar und Vorbild für Nachwuchsmusiker. Zum Schluss nehmen wir Sie heute noch mit nach Lissabon, eine der schönsten Städte Europas. Mitten im historischen Zentrum steht das Haus des portugiesischen Architekten José Mateus. Es ist eines der wenigen modernen sogenannten Townhouses in der portugiesischen Hauptstadt. Mit einer eher geringen Grundfläche, dafür aber vielen Etagen. José Mateus hat das Haus für sich und seine Familie entworfen und stellt es uns jetzt persönlich vor. Historische Bauten prägen das Stadtbild von Portugals Hauptstadt Lissabon. Viele von ihnen sind mehrere hundert Jahre alt. Dazwischen ein modernes Haus mit einer Fassade aus Lioskalkstein, einem Naturstein, aus dem auch Schlösser gebaut wurden. Der portugiesische Architekt José Mateus hat es entworfen. Hallo, ich bin Mateus. Das ist mein Haus und das zeige ich Ihnen jetzt. 2013 ist er mit seiner Familie eingezogen. Das gesamte Gebäude hat 430 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf 5 Etagen. Ein kleiner Flur führt direkt ins Wohnzimmer. Das Haus ist für eine Familie mit 3 Kindern entworfen worden. Wir sind Kosmopoliten. Wir haben viele Freunde, bekommen oft Gäste und feiern gerne Partys. Deshalb sollen die Möbel vor allem praktisch sein, sodass sie jederzeit umgestellt werden können, sagt der Bauherr. Tapeten oder Anstriche gibt es nicht. Decken, Wände und Böden sind aus Sichtbeton. Man kann den Sichtbeton mit bunten Materialien, mit Bildern, Möbeln dekorieren. Sie geben dem kalten Material ein Gefühl von Wärme. Und man spart sich den Maler, meint der Architekt, weil Sichtbeton nicht verputzt werden muss. Im Untergeschoss befinden sich Küche und Esszimmer. Rund 50 Quadratmeter groß ist dieser Raum. Die Küche hat seine Frau entworfen. Viele Küchen sind oft zu klein, zum Beispiel für Partys. Aus diesem Grund hatten wir die Idee, einen offenen Raum zu gestalten mit Zugang zum Garten. Der ist mit rund 70 Quadratmetern zwar klein, aber es ist eine kleine Ruheoase mitten in der Stadt. Hier kann man immer noch die alten Mauern sehen und verstehen, wie man früher gebaut hat. Und der Boden, auf dem ich stehe, besteht aus den Steinen der Ruine, die hier vorher gestanden hat. Früher stand hier ein Mehrfamilienhaus. Es war schon sehr zerfallen, als der Architekt es 2010 entdeckte. Er hat es komplett abgerissen und ein Townhouse gebaut. Auf 5 Etagen verteilen sich nun 7 Zimmer. Im Gegensatz zu vielen klassischen Privathäusern liegen in einem Townhouse die Räume übereinander. Folglich muss man täglich viele Treppen hoch und runter laufen. Viele Menschen denken, dass diese Häuser unbequem sind, weil wir die ganze Zeit Treppen steigen. Es ist halt ein Townhouse mit mehreren Etagen. Dafür braucht man Treppen. Dieses Haus hat 4 davon, aber wir haben herausgefunden, dass sich das tägliche Leben auf 2-3 Stockwerken konzentriert. Und wir finden Treppensteigen gesund. Im ersten Stock liegt das Zimmer der Söhne. Das Besondere hier: die Wand hinter dem Bett dient gleichzeitig auch als Kleiderschrank. Im obersten Stock befinden sich ein Patio und gegenüber eine Bibliothek. Hier verbringt José Mateus viel Zeit. Bei jedem Wetter hat man von hier oben eine herrliche Aussicht auf Lissabon und den Fluss Tejo. Für diesen Blick hat er das Haus so hoch gebaut. Ich liebe diese Aussicht, weil man immer wieder neue Details entdeckt. Immer neue Farben, ob früh morgens oder spät abends. Es ist niemals das Gleiche.
Für diesen Blick läuft José Mateus gerne die vielen Treppen in seinem Lissabonner Townhouse bis ganz nach oben. Mehr zu uns und unserer Sendung finden Sie online unter dw.com/euromax. Unsere Zeit ist für heute nämlich leider schon wieder rum. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.